Oh, so 100 Mercury. Wir müssen sowieso mal gucken, wo wir das Nether-Portal dann hinbauen, weil das soll ja für alle zugänglich sein. Ich würde sagen, in die Mitte. Da steht dieser Lustschalter. Das ist ein Luftschalter. Lustschalter. Ach so. Stimmt. Das Ding. 20 Sand. Nee, ich glaube hier oder so. Links oder rechts? Mitte. Und wenn irgendjemand was dagegen hat, kann man ja... Wir können den auch direkt hier in die Mitte bauen. So ist es ja nicht. Wofür braucht... Gibt es denn eigentlich noch andere Dimensionen? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass es das Stargate, den Stargate-Mod gibt und damit kannst du mit einem Stargate-Portal zwischen Dimensionen hin und her. Und ich glaube es... Doch, diese komische Farmwelt... wie hieß denn der Mod? Das hat auch was mit Technik zu tun. Hi, Paul. Oh nein, ist Paul wieder da? Ja, ich hab den gerade bekommen. Gott, wie hieß denn dieser Mod? Nicht Delek-Mod. RF-Tools ist drauf. Da kannst du dir doch Dimensionen erstellen, die komplett aus Dia-Blöcken oder anderen Blöcken bestehen. Hä? Lol. Du kannst mit RF-Tools Welten generieren. Da ist eine Welt zum Beispiel komplett Obsidian, eine Welt komplett Dia-Blöcke oder Eisenblöcke oder einfach nur Dirt. Das machst du mit RF-Tools. So, wir haben jetzt 20 Sand und 5 Glas. Kann das sein, dass ich ein bisschen läge? Nö. Okay, gut. Das gehört nicht. Gut. Ich brenne das Glas Sand eben durch. Ja, danke. Jetzt komm ich hier nicht rein. Die arbeiten schon wieder, ne. Hat wieder keine Axt drin, ne. Egal, wir brauchen erstmal jetzt kein Holz mehr. Läuft. So. Das und das da rein. Das da rein. Hier wird wieder zugebaut. So. Genau. So, bauen wir das Portal nämlich hier hin. Und warte mal, das muss ja 2x3 hoch sein. Stimmt, da war ja was. Wir sind ja noch in der 1.7.10 oder so. Haben wir schon eine Kiste für Glas? Nein. Dann packe ich das einfach eben neben. Das Sand. Das dauert jetzt. Dieses dimensionale Chart, bekommt man nicht zufälligerweise von der Erde, oder? Das müsstest du dir, glaube ich, auch so herstellen können. Weil sonst wäre der Mod ja sinnlos hier drauf. Nee, das kann man sich eigentlich...
Weil hier steht, wenn RF-Tools. Ja. Das ist die Dimensional Chartcore. Ohr. Ja, warte mal, ich gucke es einfach nach. Ich bin da. So, das Portal würde stehen, aber wir schalten es noch nicht an. Bist du dir sicher, Ike? Herox. wieder 20 Schweizer. Erstmal sauber lecker abgeschmiert. Läuft bei dir. Ja, gut. Das. Wann hast du denn vor, es zu öffnen? In der nächsten Aufnahme. Okay. Ich mache mal ganz kurz die Kiste für das Sieb leer. Ach so, ich wusste gar nicht, dass du Warframe spielst, Melvin. Hier, doch. Schatze, die Kanister, dann hier unten rein. Ja, ja, ich habe gerade gesucht, wo das Zeug dahin geflogen ist. Was hast du gesagt, Melvin? Gelegentlich mal, ja. Ja, weit bist du? Naja, sagen wir es mal so. Ich glaube, du bist weiter. Kommt durch. Drauf an. Weil ich update das gerade. Naja, trotzdem musst du auch wissen, bei dem wievielten Planeten du schon bist. Naja, ich bin immer noch auf dem ersten, ne? Okay, dann sind wir definitiv alle weiter. Ja. Wie ich spiele das auch, glaube ich, länger. Nö, ich noch nicht so lange, aber ich hab's halt häufig gesuchtet. Ach so. Ich spiele seit. Ja. Warte. Ja, 1,5 Jahren. Hab aber zwischendurch aufgehört. Ach so. Ja, es gibt gerade ein Update und das mache ich gerade nebenbei. Ja. So. Das für die nächste Aufnahme. Ich muss hier mal eben eine Kiste hinstellen, damit das einmal da. Ja, die kannst du dann gerne stehen lassen. Das ist kein Problem. Daneben müssen wir sowieso nochmal eine hinstellen. Weil das, die wir daneben stellen, das wird dann die Kiste, wo wir einfach nur alles reinschmeißen, wo das dann automatisch einsortiert wird. Ja, das, weil die Dinger, die da drin sind, so radioaktiv laufen ab. Ja, ich glaube, du brauchst aber irgendwann zwei davon. Weil es gibt mehrere, die radioaktiv sind, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann gut sein. Na, dann kannst du darüber zur Not noch eine platzieren. Ansonsten mache ich im Nachhinein noch mal ein bisschen Platz. Soll ich den Ständer wieder platzieren? Nein, da kommt die Kiste hin, wo dann alles rausgezogen wird. Okay. Nee, warte mal. Die können wir dort gar nicht setzen. Obwohl, doch, können wir. So. Ja. Ich habe noch Wasser. Gefrorenes Wasser. Und eine Crab-Kiste brauchen wir auch noch, die kommt dann daneben. Aber kennt ihr das, wenn ihr an einem Fenster, ein Fenster in der Wohnung angekippt ist und trotz Sturm alle Türen wackeln, dass man denkt, die Kinder rückeln an der Tür? Das ist ja abnormal. Das ist bei mir genauso, bloß dass ich das Fenster nicht mehr offen haben muss. Na, bei mir ist im Bad Fenster offen, überall ist sonst zu. Und das Wohnzimmerfenster wackelt, als ob die Kinder rein wollen.
Ganz, okay. Ganz seltsam. Ja, bei uns wackeln dann immer die Dachplatten. Zumindest hört man die dann immer. Läuft. Wie jetzt alle. Weißt du, hat man wahrscheinlich nicht gehört. Nee, also das letzte Mal war es extremer, wo man es gehört hat. Es ist auch nicht so stark. Woche war es aber stärker. Achso, Titox ist gerade AFK. Nee, ich esse gerade. Achso, wegen dem Eisen? Achso, das habe ich einsortiert, weil ich nicht. Hä? Nee, da. Hä? Da war noch Eisen drin, was ich nicht geschmolzen habe. Ihr braucht 21, ne? Ja. Ja. Dann kann ich nämlich für Dings den Kompressor bauen und die nächste Quest fertig machen. Jetzt dir. Ey. Oh, ich wollte dich hinschlagen, Mensch. So. Dann brauche ich ein Kupfer, etwas Aluminium. Ernsthaft, jetzt sag mir nicht, das ist ein Scherz. Doch, kann man machen. Ach nee, das war ja nicht für den Kompressor, das war für die Cobblestone Farm hier unten. Ich Idiot. Ich bin mal kurz auf K. Okay. Okay. Brauche ich Holz, Holz haben wir hier hinten. Schatz, sie guckt nach oben, als ob sie nach den Sternen guckt. Ich guck gerade nach unten. Oder nach unten. Ist ja genauso. Ich gerade guck, wie man Kokain herstellt. Beziehungsweise wie ich für das Kokain Nitrogen herstelle. So. Koko-Party! Was sagst du bei mir? Scheiß Junkie! Das hab ich doch nie gesagt, oder? Doch, hast du. Federn oder Pfeile? Ja, gut. gibt's irgendeine entflammbare Flüssigkeit, die Cobblestone-Produktion, die Lava-Produktion etwas erhöht? Da gab es doch mal so eine brennbare Flüssigkeit, die aus normalen Cobblestone Instant Cleanstone macht. Tyrox weiß bestimmt, welche ich meine. Weil das war auch bei Sky drin, ne? Aber nicht bei Sascha sein Modpack. Nee. Bei dem großen YouTuber-Projekt da. Ja, das ist ja dieser komische Eimer, der nach unten schaut. Nee, ich glaube, den gibt's hier nicht. Du weißt aber, was ich meine. Weißt du auch ungefähr, wie das ist? Ja. Das machst du aus irgendeiner erweiterten Blaze, aber die gibt's hier, glaube ich, nicht. Deswegen. Oh, hier gibt's Haufen Flüssigkeiten. Chemical Bucket, also alles mein Chem hier hinten gerade. THC brauche ich nicht. Hydrogen. FE. MG. MG. Was ist denn das? Slime in a Bucket. Alles klar. Tardiski. Okay. Kann ich bei unserer Weizenfarm hier hinten auch irgendwo Karotten anpflanzen oder ist das nur auf Weizen getrimmt?
Du kannst Karotten und Kartoffeln anbauen. Weil Karotten braucht man ja dann später. Oder kannst das Weizen erstmal komplett wegmachen und nur Karotten hinsetzen. Ja, so viel Karotten haben wir nicht. Wir haben aber Seeds. So, bin wieder da. Hatte ich jetzt keine gesehen? Direkt neben den Karotten? Ja. Ich bin blöd. Und da sind auch nochmal 3 Karotten drinne. Karotten sind gut für die Augen. Ich hab. Dann dürfte ich keine Brille tragen, oder wie bist du's? Warum isst du gerne Karotten? Ich habe früher gerne unendlich gerne Karotten gegessen. Ich und trotzdem halbblind. Wie halbblind? Das heißt, wenn du keine Brille auf hast, siehst du nix. Ja. Und ja, ich bin dann. Wenn ich die länger nicht trage, wahrscheinlich. Oder habe extreme Kopfschmerzen. Okay. Na, bei mir ist es so, ich habe ja gewisse Sachen in meinem Brillenglas noch drinne, dass sie schön dick sind an den Seiten. Weil wenn ich meine Brille nicht aufhabe und etwas länger auf einen Punkt gucke, ihr kennt doch das, wenn ein Mensch anfängt zu schielen, dann gehen doch die Augen nach drinne. Hm. Oder ein Auge zur Seite, ja. Bei mir gehen beide zur Seite. Ich sehe dann nicht doppelt, ich sehe dreifach. Oh. Und das ist alles jetzt mit dem hohen Alter, also was ist mit dem hohen Alter? Es hat mit 28 angefangen und ich glaube, das kommt alles aus meiner Jugendzeit. Okay. Ja, bei mir ist es so, dass ich auf einem Auge kurz und auf dem anderen weitsichtig bin. Oh, das ist natürlich nicht schön. Das Problem ist, man erkennt sowas auch schlecht. Mhm. Bei mir war es in der dritten Klasse so, wir waren beim Optiker, um halt nachschauen zu lassen, ob alles noch okay ist. War alles okay. Mhm. Dann waren wir eine Woche später nochmal beim Optiker. Und dann haben die auch festgestellt, dass die Augen unterschiedlich sind. Okay. Ist natürlich auch nicht schön. Und ich immer mit extremen Kopfschmerzen nach Hause gekommen bin. Deswegen. Ja. Ja, gut, schön ist das aber wirklich nicht. Ja, bei mir ist halt das Problem, ohne Brille, also wenn ich die nie auf habe, ich bin sowas von am Popöchen. Weil, ja, das geht einfach nie ohne Brille bei mir. Ich bin dann eigentlich eine Gefahr für die Straße.